Ärgerlich, ich hätte den wirklich gerne besiegt. Ich hätte ihn wirklich, wirklich gerne besiegt. Schade. Aber sonst war da oben nichts, ne? Ich hätte ihn wirklich, wirklich gerne besiegt. Das ist doch wirklich, wirklich knapp eigentlich. Also, das, oh, wir müssen. Er darf halt nicht Ivy gleich als erstes töten. Das ist halt das Gefährlichste von allen. Wenn Ivy die erste ist, die stirbt. Weil ja, die ist die Beste. Hier waren wir ja schon. Huch, Entschuldigung. Entschuldigung. Vielleicht werden wir Level 26 sind oder so. Nochmal versuchen. Ich würde den wirklich gerne. Ich meine, der Zauberer, das war auch ein ganz schöne Kravenzwumse, aber das trotzdem. Ist cool, wenn man dann diese ganz starken besiegen kann. Okay. Wir haben einen geheimen Eingang geöffnet. Wenn das Land von dir einst zwergisch war, ist das längst Geschichte. Es bleibt nur noch die improvisierten Häuser eines Volkes ohne Zuhause. Das ist keine Festung. Das ist ein Dorf. Ein gut bewachtes. Überall sind Soldaten. Gut, dass sie uns nicht kommen sehen. Finden wir ihre Anführerin Omeriel und bringen sie dazu, den Kampf einzustellen. Nachdem wir das Gold aufgesammelt haben. Und aus unerfindigem Grund das hier nicht dabei haben. Hi. Die meisten Leute im Kraftgipfel schauen dich durch dich hindurch oder strafen dich mit offenem Misstrauen. Dir fällt ein gütiger Elf auf deinen Auftritt mit einem Funken Hoffnung betrachtet. Euer Herz und euer Geist sind stark. Ein willkommener Anblick inmitten eines kaltherzigen Volkes. Ja, dein Volk ist nicht unbedingt gastfreundlich. Ihr befreit diese Leute von den Imperiumsplagen, die uns nachspionierten. Sie sollten euren Namen von den Galadien besingen. Sing über Iviana. Endlich mal ein Elf mit Geschmack. Ich bin nur hier, weil ich eine Allianz suche. Ich tue das im Namen der Freundschaft. Ich bin Iviana und komme aus der Stadt Ilian. Ich bin Hurul. Nun, ich mache mich nun auf die Reise die Bergwege hinunter. Wobei an den Kordellen und durch die Felder ins Nichts. Beim Zeitwandeln meines Körpers gehört ich euch, junge Abenteurerin. Der Druide verabschiedet sich und humpelt langsam durch den Schnee den Berg hinunter, bis du ihn nicht mehr siehst. Hey, Ivy, wo ist meine Geldbörse? Sohn von Galeon, uns hat er doch wohl nicht dieser Elf beklaut, wa? Ich bring ihn um, wir sollten uns zumindest. Ich bring ihn um. Endlich treffen wir mal einen Elfen, der fast nett ist und der beklaut uns. Ich werde ihm seinen spitzen kleinen Ohren abschneiden und sie ihm in den... Ach, was weiß ich. Die Details überlege ich mir dann. Aber Hurul ist so gut wie tot. Wie viel hat er geklaut? Bitte sag mir, dass er uns nicht völlig ausgeräumt hat. Ich verstecke den Großteil meines Gelds in meinem Stiefel und unter dem Bett in meiner Hose, aber das nur nebenbei. Wohin geht er denn? Hat er gesagt, wohin er geht? Keine Ahnung, aber ich meine, von Kraftgipfel aus geht er nur nach unten. Vielleicht in die Felder des Nichts. Gehen wir. Alter, ich lass mich doch nicht beklauen von so einem Assi. Krügisch. Ah, ich wollte eigentlich gleich. Was ist das? Gut, die gehört mir. Wo ist der Assi? Da ist er, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe den Kundschafter auf dem Berg Galaheads gefunden. Ist es ein Invasionsstreitmacht? Definitiv. Es war nur ein Mann. Es war ein Spätrupp. Keine Ahnung, wonach die gesucht haben. Und es spielt auch keine Rolle. Der letzte Überlebende des Schneesturms ist keine Bedrohung. Armselige Imperiumsmücken. All die Ausbildung und Rüstung schützt sie nicht vor ein wenig Schnee. Hervorragende Arbeit, wir danken euch. Cool, bitte.
Aber die Frage ist, wo ist dieser Scheißdieb? Hier sind doch die Felder des Nichts, oder nicht? Dann ist er weg. Das hier können wir auch mal wieder wegmachen. Übers Ohr gehauen, hier. Den hole ich mir doch. Elfenkatakomben? Waren wir da schon mal drinne? Waren wir hier schon mal drinne in den elfischen Katakomben? Bin ich da rausgekommen, zufällig? Ja, hier sind wir rausgekommen. Hi. Wende dich nordwärts nach Kraft. Schade. Ich dachte, wir können den vielleicht irgendwie mal mitnehmen, weil wir haben noch gar keinen elfischen Begleiter dabei überhaupt. Drinnen müsste man sprinten können. Sag's nur. Kann man nicht. Alter, ich dachte, da komme ich durch, aber nö. Computer sagt nein. Mein Gott, ist der weit gekommen, der Typ. Er ist ja bis ans andere Ende der Welt gelangt. Haben wir eigentlich wirklich Geld verloren? Oder ist das nur so eine Metapher dafür, dass wir eigentlich unsere Unschuld verloren haben? Wobei, die habe ich schon längst verloren hier in dem Spiel. Die Unschuld ist sowas von weg. Ein Grupp Wildelfen, die gerade Münzen sortiert und Geldbörsen lernen. Schaut auf. Das ist meine Geldbörse. Was geht euch das an? Kurzbeiniges Ding. Du hörst das Geräusch von Klingen, die gezogen werden. Alviana, für gewöhnlich ist niemand dumm genug, mir hier zu meinem kleinen Betrieb zu folgen. Wir werden dich töten. Kein Bock auf sowas, Alter, ganz ehrlich. Ich will doch hier nicht ausgeraubt werden, da töte ich ihn lieber, ne? Zwischenschein. Ich will nicht mit denen reden. Ich will auch nicht mit denen reden. Lass mich nicht beklauen. Blendet. So, dann stellen wir uns einfach mal hier hin. Spür das Gift. Und lassen die mal ein bisschen vorwärts kommen. Wir sollen zwar nur Fürst besiegen. Wie ein Pfeil. Aber ich weiß ja nicht, wer Fürst ist. Mit leisen Schritten. Ich sehe meinen Feind. Sicher, du bist geblendet. In den Kampf. Wie ein Pfeil. Wie ein Pfeil laufe ich durch das geblendet. Wir werden ihr Blut verdienen. Schmerz ist Feuer. Ich werde deine Wunden lecken. Mir nach. Ah, Fürst. Rücke vor. Ich rücke aus. Danke, dass ihr alle das geblendet aufgesammelt habt. Sehr lieb von euch. Schenkt Gallian euer Leben. Rücke aus. Leider hatte der Dorn, aber macht nichts.
spüre den Biss meiner Klinge. Geh mal weg. Geh mal weg. So, die ersten beiden sind gleich tot, wenn meine Bogenschützen endlich mal ran können. Oh, jetzt hat er die falsche Taste gedrückt. Jetzt hat er die falsche Taste gedrückt, der Dödel. So, Fürst ist gleich schon anerkannt. Wut. Eisen. Aua. Naja, ist mir zum Glück nicht viel Schaden. Meine Klingen sind scharf. Sehr gut. Leider bist du blind wie ein Fisch. Wie der Fisch. Wie der frische Fisch. Wir werden ihr Blut verdienen. Schmerz ist Feuer. Genieß den Schmerz. So, und jetzt gehen wir auf Fürst. Mir nach. Zurück. Verdientes Blut. Aber jetzt haben wir sowieso alle hier schon. Ich rücke aus. Drängt sie zurück. Was für eine Zange hast du mich genommen? Ach so, da rechts. Bin unterwegs. Sterbt schnell. Dann treff dich oder stirb. Der Hunger betäubt mich. Mutter Nevendor, in deinem Namen. Was ist denn das für einer? Na gut. Du gehörst mir. Dann erstmal den. Noch sieht man mich. Spür das Gift. Dann den. Später, handle jetzt. Das war aber sehr erfolgreich wehgetan, muss ich sagen. Ich gehe mir schon mal den hier holen. So ein bisschen wenigstens. Viel kann er eh nicht mehr machen. Dafür sind wir doch ein bisschen zu gut. Verdientes Blut. Ruhm. Gleich weg. Dein Fleisch ist so zart. Gleich geschafft. Deine Tränen sind leicht. Oh. Nevendor wird Rache üben. Spürt die gebündelte Macht der Elfen. Ihr seid zu nah. Wehre dich oder stirb. So, und jetzt entscheide dich für sterb. Bitte. Krieg ich wenigstens einen Haufen Geld, weil ja ganz viel Geld da rumlag. Ich wollte jetzt nicht mich mit denen anfreunden oder so, ehrlich. Hatte ich keinen Bock drauf gehabt. War ich aggro. Lass mich doch nicht beklauen hier. Die Münzen, die auf den Tisch sortiert wurden, fallen in einem scheppernden Chaos aus Metall und Blut zu Boden. Hast du deine Geldbörse wieder? Meine und ungefähr 100 andere. Wenn es dir nichts ausmacht, dass ich mir ein paar Andenken mitnehme, sagt er, während er eine gestohlene Mütze anprobiert. Das gehört nicht uns. Wir sollten es hier lassen. Soll die Schicksalshand darüber entscheiden? Nimm so viel mit, wie du tragen kannst. Wir haben darum gekämpft. Wir haben gewonnen. Die Sachen gehören uns. Nehmen wir uns so viel mit, wie wir können. Siege sind in den Weißlanden rar gesät, aber das war gewiss einer. Hoffentlich nehmen die Händler blutverschmierte Münzen. 12.000 Geld. Naja, das ist doch schon mal was. Und Level Up, das ist nochmal viel geiler. Und Führungskraft plus 5, das ist nochmal geiler.
Hier habe ich nicht irgendwas, was mehr Schaden auf Drachen oder so? Hier, wir haben noch hier bestimmt irgendwo Drachen mit drin. Ich guck mal hier, Drache. Monstertöter. 5% mehr Schaden. Hey. So, Führungskraft ist aber viel intelligenter. 85, wenn ich jetzt... Ja, eigentlich waren wir ja... Sind wir gut aufgestellt, ne? 10, ja, wir bräuchten wenn... Aber wenn ich jetzt einen 10er rausnehme, dann kommen wir auch nur auf 15. Das ist halt auch nicht wirklich... Die Dinger brauchen 20. Okay, Führungskraft hat uns noch gar nichts gebracht. Führungskraft hat uns noch gar nichts gebracht. Schade. Denn langsam wieder raus aus der Höhle. Und mit langsam meine ich, dass wir tatsächlich langsam gehen. Und uns verlaufen. Ich hasse alles. Was haben wir denn sonst noch hier an Nebenquest? Lass Arceus Schmiede wieder entfachen. Aber was muss ich dafür genau machen? Hungrige Knochen, Bücher vor. Nach einer wichtigen Schlacht zurück. Ja, ich denke mal, das geht einfach noch nicht. Haben wir ja sonst keine Nebenaufgaben mehr, ne? Fehlt uns ja nur noch Kraftgipfel angreifen. Aber das werden wir in der nächsten Aufnahme machen. Ich werde jetzt zurückgehen, bis wir draußen sind. Und dann mache ich erstmal die Aufnahmepause. Wir haben wenigstens unser Geld wiedergeholt. Und wir sind Level abgegangen. Und wir haben versucht, einen Drachen zu töten. Aber das war eher so semi-gut. Wobei, es, mein Gott, das war einmal so knapp gewesen. Hätten wir uns... weiß ich nicht. Ja, hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. So ein bisschen mehr Glück beim Daneben oder sowas. Und der wäre Geschichte gewesen. Da wäre ich sehr stolz auf mich gewesen. Sehr stolz. Eviana darf halt nicht als allererstes sterben. Sie muss als allererstes angreifen, aber darf nicht als allererstes sterben. So. Eisenminen. Ich glaube, wir haben ja auch alle Minen und sonstigen Kram gefunden. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich... Warte mal, wir hatten hier doch noch eine Aufgabe. Oh. Hier war doch noch mal Fragezeichen. Fragezeichenfrau gewesen. Vielleicht ist sie auch einfach dahin gegangen. Ach, die Frau war die Frau. Okay. Na gut, aber ich glaube wirklich, dass wir hier erstmal uns hier hinstellen und Aufnahmepause machen. Auch wenn ich gerade wieder Bock habe zu spielen, aber das haut sonst nicht alles hin. Ich muss auch erstmal essen jetzt nach der Arbeit. So. Ressourcen sammle ich trotzdem ein. Zauber haben wir, glaube ich, sogar auch. Beschwört die Rinde der Blutsbäume herauf und verbündet ein Ziel vor körperlichen und unheiligen Schadenschutzschüssen. Schüssen. Schöne Aussprache. Feuert ein Ziel an, was während was dessen Urschaden. Ich level die trotzdem mit. Das ist mir egal. So, nochmal Ressourcen sammeln. Da waren nochmal 4.
Und jetzt verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, da greifen wir keinen Drachen an, versprochen. Da greifen wir die Elfen an. Mal sehen. Mal sehen, was kommt. Ich bin jetzt raus und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.